bin die Esther und ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr bei Bucher Hydraulics. Mein Start hier war sehr schön. Wir sind die ersten 3 Tage ins Allgäu gefahren und hatten dort unsere Einführungstage und haben im Rahmen von verschiedenen Workshops den Betrieb genauer kennengelernt, aber auch uns Azubis untereinander. Während unserer Ausbildung durchlaufen wir kaufmännische Auszubildende im Rhythmus von 3 bis 4 Monaten verschiedene Abteilungen. Die Ausbildungswerkstatt, das Personalbüro, die Zentrale, der Vertrieb, der Einkauf, die Finanzen, die Prozessgestaltung, Qualität und Kundendienst, Logistik und Versand und den Arbeitsschutz. In welcher Abteilung wir sind, steht schon im Voraus fest durch unseren Ausbildungsplan. Den ersten Monat meiner Ausbildung durfte ich in der Ausbildungswerkstatt verbringen. Das war für mich eine sehr tolle Erfahrung, denn man sieht mal die Arbeit, die hinter den fertigen Produkten steckt, die wir herstellen. Man darf aber auch selber Erfahrungen sammeln im Arbeiten mit dem Werkstoffmetall. Danach war ich 3 Monate im Personalbüro. Dort waren meine Aufgaben unter anderem die tägliche Buchungsprüfung, Absenzen eintragen, wie zum Beispiel Urlaub oder auch Krankheit. Ich war auch für die Bewerber zuständig, also ich durfte Bewerbungsunterlagen verwalten, Kontakt mit den Bewerbern aufnehmen, Termine vereinbaren zu Bewerbungsgesprächen oder auch Ausbildungsverträge erstellen. Ich war aber auch zuständig für das Briefeschreiben zum Beispiel, verschiedene Excel-Listen verwalten oder auch das Empfangen neuer Mitarbeiter. Hallo, ich bin Angina, ich bin im 2. Ausbildungsjahr. In der Zentrale empfangen wir unsere Besucher. Wir machen die interne und die externe Post. Die interne Post wird bei uns in den Postverteiler verteilt für die gewissen Abteilungen und unsere Mitarbeiter. Und die externe Post wird eingetütet und frankiert. Zusätzlich verwalten wir unseren Fuhrpark und händigen die Autoschlüssel an unsere Mitarbeiter aus. Hallo, ich bin Lisa, ich bin Auszubildende zur Industriekauffrau im 3. Ausbildungsjahr. Aktuell befinde ich mich in der Abteilung Einkauf, in der ich Bestellungen tätige, gegebenenfalls Lieferanten neu anlege, Auftragsbestätigungen prüfe und noch vieles weiter. Bei den Finanzen durfte ich den Geldbedarf ermitteln, den Zahllauf starten, die Reisekostenabrechnung und unsere Zahlungseingänge in unserem ERP-System eintragen. Die Qualität ist bei uns in 3 Abteilungen untergeordnet. Qualitätsmanagement, da werden zum Beispiel Montageanleitungen erstellt. Diese wiederum werden an die Montage weitergeleitet. Dann haben wir noch den Kundendienst. Im Kundendienst werden Kundenreklamationen geprüft und bearbeitet. Dann haben wir die Qualitätssicherung. Da werden Waren auf den Toleranzbereich geprüft und diese Waren werden natürlich auch vermessen. In der Produktionsplanung werden Arbeitsabläufe in der Produktion optimiert. Die Workstation, in der die Auftragssituation dargestellt wird, muss so optimiert werden, dass alle Kapazitäten gut ausgeschöpft werden können. Ich persönlich finde es sehr gut, dass diese Abteilung als eine der letzten durchlaufen wird, da ich dadurch ein komplettes Bild über alle Zusammenhänge im Betrieb bekomme. Die Logistik ist keine typische Abteilung für diesen Ausbildungsberuf, aber dadurch bekommen wir Azubis einen Einblick in einen ganz anderen Bereich. Zum Beispiel durfte ich die Ware versandfertig verpacken, die dazugehörigen Begleitpapiere erstellen oder auch für die Montage die benötigten Materialien kommissionieren. Was ich an meiner Ausbildung bei Bucher Hydraulics sehr schätze, sind unsere flexiblen Arbeitszeiten, die wir natürlich in der jeweiligen Abteilung absprechen müssen. Unsere Regelgespräche mit unserer Ausbilderin, da geht es um die Schule, um den Betrieb oder manchmal auch um die privaten Sachen. Vor jedem Abteilungswechsel haben wir auch ein Feedbackgespräch, in dem wir Auszubildende durch die Abteilung bewertet werden, aber auch wir dürfen die Abteilung bewerten. Ziel des Feedbackgespräches ist, die Zeit in der Abteilung nochmals gemeinsam zu reflektieren. Was mir auch sehr gefällt, ist unsere Kantine.
da wir uns mit unseren Mitarbeitern oder auch mit unseren Mitazubis dort treffen können, gemeinsam etwas essen und über die neuesten Themen reden, manchmal natürlich auch über private Sachen. In meiner Ausbildung durfte ich auch in kleinen weiteren Projekten arbeiten, zum Beispiel am Thema Instagram, da bin ich im Redaktionsteam tätig. Oder auch generell bei Schulveranstaltungen durfte ich da auch Unterstützung leisten und generell bei Schulpräsentationen. Die Berufsschule haben wir zweimal die Woche in Waldshutin. Was ich sehr gut finde, ist, dass wir die Theorie, die wir in der Berufsschule lernen, im Betrieb dann direkt in die Praxis umsetzen können. Du willst mehr über uns erfahren? Dann folge uns auf Instagram oder bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams.